So, gucken wir einfach mal, wo wir rauskommen, wa? So, also das wird eine ganz schön laute Fahrt, vor allem auch wegen dem Kies, der noch kommt. Ich darf sie ja heute hoch. Aua! Schleichlich. Entschuldigung, ich wollte niemanden erschrecken. Okay. Jetzt geht's Richtung Meisterturm. Oh, unangenehm fahrbar. Ich hoffe, es bleibt nicht die ganze Fahrt so. Ich bin mir zumindest gespeist, dass es nicht die ganze Fahrt so bleibt. Dankeschön. Oh, ein Sport. Uiuiui, jetzt geht's ja aber. Jetzt geht's rund. Ah, ich liebe den Roller. Schöne Ecke hier. So, ich denke, hier können wir jetzt mal ein bisschen langsamer fahren. Nicht nur. Vielleicht halte ich erstmal an. Ich will meinen Modus ändern auf 3. Obwohl, vielleicht sogar Echo. Das muss ich da vorne mal wieder ändern, aber ich will nur ganz gemütlich hier lang tuckern. Okay, ein bisschen weniger gemütlich. Ich muss ja heute noch irgendwo ankommen.
Aua! Was für eine Woche. Seite ist natürlich die mit den Steinen. Das ist unangenehm. Vorne irgendwo sollte gleich schon der Meisterturm kommen, aber da werden jetzt 1000 Leute sein und deswegen gehe ich nicht drauf. Wie weit ich mit meinem Drive-Modus in den Berg hochkomme. Day and night. Ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, was hinter dem Meisterturm ist. Wir müssen rausfinden. Hinter dem Hügel muss der Meisterturm dann sein. Dankeschön. Ich habe das Gefühl, ich bin nicht so schnell wie sonst.
Moment, Moment. Gut, keine Ahnung, wo es hier weitergeht. Keine Ahnung, wo man hier rauskommt. Das sieht interessant aus. Wow. Ja, also, das sieht hier deutlich anders aus als die ganze Zeit. Das ist wie wenn man im WoW das Questgebiet wechselt. Wo bin ich hier? Was sind das hier für Bäume? Das ist ja verrückt, da vorne steht ein Schild. Da vorne kann man bestimmt was drüber lesen. Warum hier plötzlich Welt anders aussieht. Okay. Das ist ein Pinienwald. Okay. Gucken wir mal. Erstens, da ist ein kleiner Marienkäfer. Komm mal her, willst du mich essen? Hoffentlich nicht. Ich glaube, dass das ein Baby-Marienkäfer ist, aber im 19. Jahrhundert wird der gerodete und verbuschte Kapellenberg wieder aufgeforstet. Man wählt dafür Eichenbuchen, Hainbuchen, Lärchen und Fichten. Auf den extrem mageren felsigen Standortverhältnissen an der Südseite des Berges pflanzt man Kiefern. Verwendet wird jedoch absichtlich oder aus Versehen eine Art, die besonders häufig am Mittelmeer vorkommt. Das wollte ich gerade sagen. Sieht irgendwie, nicht nach unserer Ecke hier aus, die Bepflanzung. Die Stadtrechnung von 1878 verzeichnet den Ankauf von 11.500 jungen Pinuspflänzchen. Dieser enormen Menge ist die Entstehung des Pinienwaldes zu verdanken. Heute noch vermittelt er seinen Besuchern das Gefühl, im Süden Europas zu sein. Genau das. Ich war noch nie im Süden Europas, aber ich hatte genau das Gefühl. Ohne Scheiß. Gucken wir uns mal ein bisschen um. Ich lasse den Roller jetzt einfach mal hier stehen, ich stelle nur ein bisschen mehr Sonnenbrand. Und ich behalte ihn im Auge. Ja. Mal gucken, ist die Kamera noch an? Die scheint noch an zu sein. Ja, das ist schon 11.000, waren es 11.500? Schade, dass man nicht keinen Ausblick hat von hier. War total schön. Ich muss mal was trinken. Da wird ein Foto gemacht. Da will ich nicht mit, da will ich nicht drauf stören. Ich gehe mal nach rüber zur Bank.
habe ich doch mal wieder was Neues entdeckt. Urbank im Pinienwald. Hildrud Kornblum und Heinz Buch. Und ihren vielen Freunden. Im September 2009. Ich hab Durst. Oh, mein Getränk ganz unten. Uiuiui. So, da haben wir den Pinienwald. Da muss ich auch gleich noch ein Dings, das mache ich jetzt gleich, ein schönes Panoramabild. So. Rucksack. Gucken wir mal, was es hier noch so gibt. Den kannte ich nämlich noch nicht, den Ort. Hallo. Elektro. Elektro. Hier ist ein bisschen holprig. Uiuiuiuiuiuiui. Ist das ein Motor, oder? Nee. Ist das ein Motor? Okay, was haben wir denn hier? Wo geht's hier weiter? Da könnte man rund. Da kommt ein großer Stein. Ein Hinkelstein. Da muss ich mal kurz gucken, was das für ein Steinchen ist, für ein Kiesel. Was steht für ein Kiesel? Der graue Stein. Im Oligozän. Oligozän. Das vor 23 Millionen Jahren Ende dringt das Meer von Süden durch den Oberhaingraben. Oberhaingraben. Bis in den Vordertaunus. Und brandet an eine Felsküste. Bis in den Vordertaunus. Das Meer. Was? Warum können wir jetzt kein Meer hier haben? Okay. Die aus dem Hintertaunus eingeschwemmten Kiese, Hofheimer Kiese, unterspülen die Klippen und häufen verbreitet Sturzblöcke wie auch den grauen Stein an. Er wurde besprayt. Dieser gehört zu den Brandungsgeröllen und Sturzblöcken einer noch älteren Steilküste, die vor 300 bis 260 Millionen Jahren aufgebaut wird. Die Kiese werden auch von Flüssen aus dem Hintertaunus in den ehemaligen Küstenbereich geschwemmt. Okay. Ich werde aber weiter nach da oben gehen. Oh, okay, jetzt gibt Vollgas den Berg hoch hier. Okay, da geht's Richtung Meisterturm. Ich fahr mal hier weiter. Mal gucken. So, zack, plötzlich wieder ganz normaler Wald. Das ist schon Wahnsinn, wie sich die Szenerie ändert innerhalb von ein paar Metern. Oh, da voll nass in die Fresse gekriegt. Aua! Ah, da unten ist so ein Hochsitz. Ich gehe mal drauf. So. Kein Wegweiser oder so hier. Bin ich kein Fan von. Ja, nicht gezeigt kriegt, wo es wo man hinkommt. Aber naja, wir gucken einfach mal, wo wir rauskommen. Boah, das geht ganz schön. Was sind wir hier? Was ist das?
sieht aus wie... Ich habe keine Ahnung. Wie was Abgezäuntes. Mitten im Wald. Aua, meine Finger. Könnte aber sein, dass wir hier in der Nähe von Hofheim sind. Oh. Ja, NHF Hofheim. Ich weiß nur nicht, was ein NHF ist. NHF? Ja, vielleicht google ich das mal. Gut, wenn wir jetzt hier ganz gemütlich runterfahren, kommen wir bestimmt in Hofheim raus. Nehme ich an. Würde ich jetzt darauf tippen. Aua! Boah, das Ganze zurückfahren wird fies. Ah. Oh, oh. Wir sind wieder im Zeckenland. Hm. Beine einklappen und durchrasen. Oh nein, nicht nur Zecken. Autsch, sondern auch Brennnesseln. Ich frage mich, ob ich hier rauskomme. Keine Ahnung, wo ich hier bin. Oh mein Gott, das ist so... Ruckelig. Aua, mein Finger. Irgendwie tut mir mein Finger weh heute. Halt wahrscheinlich den Lenker zu verkrampft. Ach was. Da sind noch andere Leute. Kreuzweg, hohe Schneise. Keine Meisterturm geht in die Richtung. Ich habe irgendwo sehe ich gerade einen Spiegel verloren. Ach nee, nicht jetzt. Da muss ich nochmal nach gucken gehen. Was ist da? Ärgerlich. Liegt der hier irgendwo? Gut, naja, dann muss ich jetzt hier mal... Ich muss leider meinen Spiegel suchen gehen, er ist weg. Und den brauche ich. Ich bin nicht gut darin, ohne Spiegel zu fahren. Ah, jetzt darf ich nochmal durch dieses scheiß zeckenverseuchte Scheißgebiet. Wenn ich hier irgendwo einen dünnen Baum finden würde, würde ich meine Rolle einfach anschließen. Dann müsste ich ihn nicht mitschieben. Ah ja, dann fahren wir halt schnell. Mal gucken. Irgendwo muss der... Spiegel ja sein. Ich habe den bestimmt schon im Pinienwald verloren oder so. Wobei ich in einem Pinienwald versucht hatte, wieder festzumachen. Ja, ja, ja. Und durchs Zeckengebiet. Oh. Aua, ich glaube, ich eine Brennnessel berührt. Das ist Das ist doch alles ätzend, Mann. Wo ist mein Spiegel? Ach, da ist er. Oh, nice. Dann kann ich direkt gleich nochmal durchs Zeckengebiet. Ah, oh, Jesus. Komm schon, Mann.
soll die Scheiße. Hör auf, dich auszuschalten, Roller. Ich hasse das. Okay, mach das schön, richtig schön weit hier drauf. Bang, bang. Nice, so sollte es gehen. Ah, das ist schon das zweite Mal, dass ich so einen verliere. Okay. Na hoch, Richtung Dings. Ah, jetzt kommen wir wieder hier hoch. Weil wir nicht oft genug durchs Zeckengebiet gefahren sind. Ah, da muss ich gleich meine Beine untersuchen. Oh, okay. Diesmal sind wir flott durch. Ah, shit. Ich will nicht so viel Zeit verschwenden, deswegen rasen wir gerade ein bisschen. Auf dem Weg muss ich erstmal die Beine abstreifen. Vorne gibt es wenigstens einen Wanderweg. Ah, meine Güte. Hohe Schneise und Kreuzweg. Ich glaube, ich kenne den Weg hier. Aber es ist strange, dass es in die Richtung zum Dings geht. Okay, wir gucken erstmal kurz nach Zecken. Ich hatte dieses Jahr nämlich schon eine und das ist das Maximum. Mehr möchte ich nicht. Oh, irgendein Insekt an meinem Kopf. Ständer und jetzt gucken wir einfach mal, wo wir rauskommen. Keine Lusch mehr. Ich muss gleich mal einen Ort finden, wo ich Pause machen kann. Ah. Dankeschön. Danke. Okay, wo bin ich hier? Ich bin gerade auf dem Weg wieder zurück zum Start. Ja, ja. Ich kenne den Hügel hier, ich kenne die Schilder hier. Und die Abzweigung. Eine schöne große Runde. Dankeschön. So, dann haben wir Runde Nummer 1 scheinbar schon fertig. Ich habe aber noch gar keine Lust aufzuhören. Das heißt, ab Gundelhart spätestens suchen wir uns einen neuen Weg. Oder wir biegen gleich hier ab. Dann kommt ja gleich eine große Kreuzung. Das können wir auch mal. Das ist eine gute Idee. An die nächste Richtung. Wow! Ein Schlagloch, in der ich nicht wusste, in der ich nicht weiß, wo man rauskommt. Gasschneise. Keine Ahnung, was eine Gasschneise ist, aber wir gehen mal gucken, was hier ist. Vielleicht ist da was Interessantes. Immerhin laufen hier viele Leute. Danke. Ja, das ist ein ganz schöner Berg. Schon wackelig vor allem. Das Video wird die Hölle. Das tut mir sehr leid. Da, Insekten im Mund. Mach mal, wo sind wir hier?
Da ist ein Schild. Möchte ich mir erstmal angucken. Das ist natürlich auch schön da unten. Staufelauf, 21 Kilometer. Ich muss was trinken, ich hab Durst. Boah. Ah, habe ich mir Cola vollgeschüttet. Ich habe Cola sogar direkt auf die Linse getroffen. Das ist natürlich immer vom Vorteil. Das muss man auch erstmal hinkriegen, um eine Ecke Cola zu treffen. Okay, ich würde sagen, es geht in die Richtung weiter. 21 Kilometer. Was für irgendeinen Lauf. Das wäre nicht meine Welt. Ich bin gern gemütlich unterwegs. Obwohl. Ein bisschen ein Echo. Oh, Eco. Eco-friendly. Ja, warte mal. Hängt das überhaupt noch richtig? Ich hoffe, es hängt richtig. Ah. Mal gucken, wo wir rauskommen. Wow, schöne Gegend hier. Aber ohne lügen zu wollen, kommt mir das extrem bekannt vor hier, die Gegend. Ich glaube, ich bin hier schon mal angefahren. Ja, natürlich auch. Ich meine, Wald. Wald ist im Endeffekt Wald. Es ist schön hier. Oh. Schön. Schön. Oh, dieser Weg hier und diese Kante da drüben. Oh, schön. Oh, es ist schön. Oh, das ist schlimm. Das ist ganz schlimm. Hier ist so eine Schlucht neben mir. Oh, es ist geil. Es gibt sogar einen Wanderweg runter zur Schlucht. Vielleicht hätte ich auch runtergehen sollen. Ich war an der Seite von einem Berg gerade lang. Das ist cool. Den Weg hier kannte ich noch nicht. Da oben ist es lang. Überraschend wenige Leute bisher hier unterwegs gewesen. Dafür, dass es so ein geiler Weg ist. Aua!
jetzt bin ich unterhalb von diesem Gebiet. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Ich habe mittlerweile die Orientierung verloren. Man nicht von der Bahn abkommen. Aua! Hier ist Bills uneben. Autsch! Tut meinem Finger weh. So, mal sehen. Auf geht's zum Meisterturm. Ja, ich denke, ich werde wieder Richtung Meisterturm fahren. Was will ich denn Krüfte und dann hochfahren? Ach, hier oben drüber ist, glaube ich, der Pinienwald. Ich glaube tatsächlich, dass das zumindest die Richtung. Weil hier stehen ja auch welche. Der Pinienwald von unten. Das sieht schon geil aus. Das sieht schon echt gut aus. Oh, das ist der Kaisertempel. Das ist der Kaisertempel. Ich habe den Kaisertempel gefunden, glaube ich. Muss mal ausschalten. Dass das das richtige Teil ist. Ich meine. Das ist ja eigentlich genug.
Wo bin ich denn hier? Bin ich jetzt schon in Hofheim? Das hier könnte natürlich Hofheim sein, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, hier ist Hofheim. Hier ist ein Naturschutzgebiet für Dammhirsche, Dammwild. Vielleicht kann ich so dran vorbeifahren. Aber man sieht, glaube ich, momentan niemanden. Oh, spätestens jetzt werden sie alle weg. Ja, das ist ein Naturschutzgebiet. Und das ist quasi einfach nur ein Gehege wie in einem Zoo. Ein bisschen schade. Und hier sind noch Wildschweine. Ich habe jetzt nur eins gesehen auf der Bank mit dem Bier. Was war das? Das muss ich mir angucken. Oh, ist das ein Hirschkäfer? Holy fuck. Holy fuck, ich habe noch nie einen Hirschkäfer gesehen. Ist der riesig? Holy fuck, bist du groß? Ich habe noch nie einen männlichen Hirschkäfer gesehen. Hey, jetzt auf die Hand. Aber bitte tu mir nicht weh. Alter, bist du groß? Oh, bist du ein Riese? Ist der groß? Krass. Schon mal einen männlichen Hirschkäfer gesehen? Ich hab, ist auch der erste, den ich in meinem Leben sehe. Ich hoffe, der kneift mich nicht. An dem riesigen Geweih. Haben das gar nicht? Nee. Nee, die Weibchen sind auch viel kleiner. Die Weibchen sind nur so groß, deswegen. Total cool. So. Mit dem Roller. Rum. Hast du da gefunden? Ja, passt. Boah. Ersten männlichen Hirschkäfer. Alter, der war so groß. Richtig Abfall. Ich brauche ein Totholz, um mich heute zu pflanzen. Eigentlich ist schon ein Totholz. Naja, das sieht so aus, aber. Das ist als bewirtschaftet. Wir sehen nicht so, dass man das Grund liegt an dem. Hast du schon mal einen männlichen Hirschkäfer gesehen? Also nicht die Mistkäfer. Wir haben auch noch den Mistkäfer. Weibchen sind viel kleiner.
hoffe, ich bin nicht rübergefahren. Oh, war das cool. Alleine dafür hat sich der Ausflug schon gelohnt. Total begeistert. So, gut. Da vorne an der Kreuzung gibt es nochmal was zu trinken. Und was für ein Hände sauber machen. Obwohl, was für Hände sauber machen. Zum ersten Mal einen männlichen Hirschkäfer gesehen. Ah! Da ist ein Käfer oder so in mein Ohr geflogen. Ah, yes, jetzt kommt's gleich. Ah, dieser geile Wald hier. Sieht irgendwie anders aus, wir haben die doch. Ah, nee. Kommt gleich erst noch. Davon eine europäische Gottesanbeterin zu finden. Ja, jetzt müssen hier 1000 Leute sein. Hunden und so. Danke. Trotzdem freundlich, auch wenn es mich nervt. Ach, das ist schon echt schön hier. Ein Träumchen ist es. Ein absolutes Träumchen. Vor allem ist es hier im Wald immer schön klimatisiert. Wenn es draußen heiß ist, ist es hier drin immer ganz angenehm. Auch kein Mülleimer. So, das ärgert mich. Aber okay, ich kann mir vorstellen, dass die Leute keinen Bock haben, hier im Wald irgendwo Mülleimer zu leeren. Vorbeifahren, die Baumstämme scannen, ob irgendwo ein Käfer ist. Ja, ordentlich gigantisch, das war schon ein ziemlicher Brummer. Hier die Baumstämme sehen total funky aus. Die liegen schon eine Weile da. Alrighty.
Steine. Das ist zu spät gesehen. Dankeschön. Wahrscheinlich gut, so ein Hirschkäfer zu sehen. Reit- und Fahrverein, okay. Wow, was ist Gebüsch gefahren? Aua, mein Schnauz. Okay. Ah, Frage ist jetzt, wo lang? Ich denke, ich fahre in die Richtung. Ich muss was trinken. So und so ist das, Alter. Okay, mal sehen, wo ich rauskomme. Das ist mein Mantra für heute. Mal sehen, wo ich rauskomme. Rauskomme. Mal sehen, es ist ein schöner Wald hier. Ein ziemlich fieser Berg hier.
doch. Oh, shit. Ah, oh, okay. Skirt. Rum. Oh.